Dann werde ich Sie mal abhorchen. Aushorchen? Nein, abhorchen. Ja. Machen Sie mal einen Knopf auf. Na, nicht doch! Den Hemdenknopf. Ach, den Hemden. Ja, und dann ziehen Sie die Schuhe aus. Die Schuhe? Ja. Oh, können wir nicht was anderes angucken? Weil mit die Schuhe, ich habe gedacht, Sie machen mehr um. Nein, ich möchte bitte, dass Sie die Schuhe ausziehen. Ja, da bin ich nicht so momentan, weil ich habe die Golfsocken an. Golfsocken, was ist das denn? Ja, die mit den 18 Löchern. Und da hat er... Sind Sie Frau Obermoser? Wie? Ob Sie die Obermoserin sind? Ich? Ja. Nie gewesen. Nein, ich bin die Hintermoserin. Na, kommen Sie bitte. Oh, Jesus. Was haben wir denn da? Wo? Na, da. Das? Ja. Vom Vater Unser. Von Beten? Ja, freilich. Gestern war es zur Brotzeit, wie wir gerade zu der Stelle kommen, und dann löst uns von dem Übel. Hab ich zu meinen Alten hingeschaut, rein zufällig, und der hat sie in falschen Hals gekriegt. Jedenfalls war es geschehen, um mich und das Vaterunser. Naja, das kriegen wir schon wieder hin. Sie müssen jetzt nur auf mein Ohr schauen. Na, das tue ich nicht. Frau Hintermoserin, Sie müssen bitte auf mein Ohr schauen. Ich soll auf Ihren Ohr schauen? Ja. Ja, wenn's meins es hilft, auf wie geht's. Der Nächste, bitte. Guten Tag. Guten Tag. Na, wo klappert's? Ich meine, wo tut's weh? Ah, mal hier, mal da. Kein Wunder, ziemlich altes Modell. Laufen Sie mal ein bisschen. Na, was ist? Soll ich anschieben? Typisch, starre Hinterachse und rechts und links ein Platten. Lassen Sie mal das Verdeck runter. Wie? Jacke aus! Soll ich die Sicherheitsgurte auch ablegen? Bitte! Was schauen Sie so? Mir gefällt Ihr Keilriemen nicht. Was? Hier. Keine Spannung! Ach. Na, Sie haben aber eine empfindliche Knautschzone. Geben Sie mal Gas. Ausatmen! Ah. Oh, Sie haben ja Sprit in Ihrem Frischluftgebläse. Haben Sie zu viel getankt? Wie viel Sprit verbrauchen Sie so am Tag? Na so, 1 bis 2 Flaschen. Legen Sie sich hin, da. Wenn ich mich hinsetze, tut's hier weh. Typisch, kaputte Hinterbackenbremse. Los! Sie gestatten. Ah! Sagen Sie mal, haben Sie zu Hause keine Wartung? Oh doch. Was meinen Sie, wie oft meine Frau abends auf mich wartet? Also, unter uns, wir verstehen uns überhaupt nicht mehr. Aha. Auch noch Störungen im Triebwerk. Jetzt seien Sie mal ganz tapfer, mein Lieber. Wieso? Was ist mit mir, Frau Doktor? Na, was ich vermutet habe. Der Lack ist ab. Überall Verschleiß und Rost. Da gibt's nur eins: Ausschlachten und Verschrotten. Abschlachten!